würde sagen, wir machen die dann da vorne hin. Hier da, wo wir angefangen haben. Irgendwie da so. Genau hier. Ja, okay. Das werden wir jetzt machen. Dazu müssen wir... Nee. Zum Heim. Da, ich glaube. Die, diese Dinger da, diese Kugeln habe ich dort. Moment, wo laufe ich denn jetzt? Achso, hier, verkehrte Richtung. Da muss ich hin. So, hier müssten die sein. Erschaffe Dorfbewohner, ja. 5. Ach, wir nehmen 6. Okay. Ich will ja nicht allzu viele machen, aber 6 dürfen es schon werden. Okay. Ja, gut. Muss ich sicher rauslaufen. Ich kann mich ja hin teleportieren. Zum Kreisdorf. So, jetzt muss ich natürlich wieder ein Stück laufen. Weil ich die ja da vorne ansiedeln will. Und da bin ich gespannt, was da draus wird. Ob das so funktioniert. Und wir können dann gleich noch was ausprobieren, nämlich das mit der Angel. Ich wollte mich ja noch erkundigen, wie das geht, weil ich ja das letztes Mal nicht hingekriegt habe. Ich habe mich erkundigt, ich weiß jetzt, wie es geht. Zumindest in der Theorie, in der Praxis werden wir das eben gleich sehen. So. Nö. Das, achso, ich habe ja das Brot in der Hand. Okay. So. Okay, machen wir mal so. Da kommt noch einer hin. Gerade so in die Existenz gekommen. So, und dann machen wir doch da unten noch einen hin. Jetzt haben wir noch... Was, wir haben noch was? Moment mal, ich habe doch 6 Stück mitgebracht. 2, 3, 4. Ja, okay. Machen wir da noch was hin. So, ja, jetzt. Okay, so, jetzt sollten wir 6 Leute haben. Die müssen sich jetzt erst ein bisschen orientieren und zurechtfinden. Wo sie denn jetzt gerade sind. Hier, da, 2 unterhalten sich schon, ja, das ist okay. Da sind 2, da sind 2 und da unten sind 2 doch. Oder auch nicht. Hä, wo sind die jetzt hin? Gerade waren doch noch welche da. Nur da reingelaufen sind sie nicht. Hä? Moment mal, wo sind die denn? Da vorne, guck mal da. Ach, guck mal hier. Hier ist einer. Tja, okay. Also, naja, vorhin waren sie noch da. Okay, gut. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen, ob die sich denn da hier vermehren. Müssen wir hier und da mal so eine kleine Volkszählung machen? Ob aus den 6 denn schon 7 geworden sind oder so? Jetzt sehe ich gerade 4. 5. 6. Ha! Okay, sind alle 6 da. Gut, und dann will ich jetzt mal angeln. So, mal schauen, ob ich gleich hier aus dem Fischteich was rausangeln kann. Oder nee, ich gehe mal da vorne hin. Wenn ich erst reinspringe und alle Fische verstrecke, dann wird das wahrscheinlich nichts werden. Okay, also so, jetzt hier auswerfen. Moment, einmal so. Genau, und wenn der Schwimmer hier so Blubber-Dinger macht hier, dann kann man rausnehmen. Aber hier sind keine Fische dran. Ich sammle mal wieder ein. Nee, wir gehen woanders hin. Wir gehen einfach... wo gehen wir denn hin? Ach so, zum Angelplatz natürlich. Ja, das wäre natürlich das Beste. Wo steht denn das? Fischerhütte. Da. Nein, ich bin fest. Ja, ist ja gut. Ah, jetzt. Okay, gut. Ja, okay, Tür geht von alleine zu. Dann schauen wir mal, ob das jetzt hier geht. Ich angle mal da in diese Richtung. Da ist es, da scheint die Sonne hin.
Und jetzt müssen wir den Schwimmer beobachten. Oh, da guck mal, da kommt was an hier. Da von links. Zack. Und jetzt habe ich einen Fisch gefangen? Nö. Ah, dann hätte ich vielleicht ein bisschen warten müssen. Und das. Jetzt wird es auch nach. Okay, wir angeln in der Dämmerung. Und genau beobachten. Ein bisschen bewegt sich nur der Schatten. Und der Schwimmer natürlich auch, aber sonst nichts. Da muss ich vielleicht ein bisschen länger warten. Hm. Jetzt will nichts beißen. Doch, da vorne, da kommt doch was, oder? Von links? Nee, das hat getäuscht. Nö, vielleicht ist es jetzt auch tatsächlich so. Oh, da war was. Aber das ist wieder weg. Der Schwimmer hüpft immer noch. Da war ich zu langsam. Okay, nochmal. Komm, geh nochmal dran. Ich muss sowieso gleich ins Bett. Oh ja, hier, da. Nö. Ich gehe mal ins Bett. Es ist mir jetzt zu dunkel. Wir angeln im Morgengrauen wieder. Ach ja, das geht ja von alleine. Okay, ich hab da ja noch was gelesen, aber dass man nämlich mit der Angel auch, ja, das machen wir auch morgen. Dass man da auch Gegner anlocken kann, also heranziehen kann. Das wäre nämlich ganz gut, wenn das auch mit Dorfbewohnern klappen würde. Das ist ja mein hinterhältiger Gedanke, dass ich das mit den Dorfbewohnern dann mache. Aber jetzt probieren wir erst nochmal ein bisschen angeln. So, nochmal hier. Ja, jetzt blendet mich natürlich die Sonne. Auch beim Angeln. Kann ich da... Oh ja, ich kann da näher hinsehen. Ist das Regen? Oder ist es normal, dass es da ein bisschen spritzt? Nee, das ist da nicht. Das ist nur da. Da, wo die Angel ist. Da kommt was. Jetzt hier. Nee, aber ich war wieder zu schnell oder zu langsam oder was auch immer. Oh ja, ich mach mal hier hin. So, nicht ganz so weit. Ja, genau, so kann man das gut sehen. Hier sind jetzt aber keine Fische drin. Sonst kann man da welche sehen. Da müssen wir... Oh, da kommt was. Ja, ich habe was... ein Seerosenblatt. Na gut, wir versuchen es nochmal. Immerhin habe ich ein Seerosenblatt geangelt. Vielleicht kommt da jetzt mal ein Fisch. Oder ansonsten müssen wir eben ans Meer gehen. Da. Nee, da war ich jetzt zu schnell. Ah, jetzt habe ich es wieder vergeigt. Ich muss erwarten, bis der Schwimmer untergeht. Ja, der hopst rum, der Schwimmer, aber da ist ja kein Fisch da. Da muss ja erst so eine Spur hingezogen werden. Obwohl er doch kräftig hopst. Nee, ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Dort, da kommt was. Oh, er ist aber wieder weg. Vielleicht war ich wieder zu langsam. Okay, ich versuche noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen. Ansonsten versuche ich es dann woanders. Und wir können das mal mit den Hühnern ausprobieren, die da im Hintergrund sind. Und ich will auch noch ans Meer gehen. Zum Angeln. Da. Ja, ich hab was. Ich habe einen Kugelfisch habe ich geangelt. Kugelfisch. Hey, cool. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ans Meer. Eventuell ist das da vorne. Also ich will jetzt mal irgendwo hingehen, wo es sichtbar Fische drin schwimmen. Da diese großen Dorsche oder wie die heißen. Aber ich glaube nicht, dass da hier schon welche sind. Naja, wir werden es gleich sehen. Ach, jetzt habe ich das mit den Hühnern vergessen. Naja, das macht nichts.
Wir könnten von der Brücke aus angeln. Also nicht von der, sondern von der anderen. Oh ja, und essen muss ich auch was. So, von der aus hier. Da kann man sich aufs Geländer stellen. Oh, da, guck mal da, da ist er. Das ist ein Hai, ja. Den will ich aber nicht angeln. Aber andererseits hätte ich auch nichts dagegen, wenn der anbeißt. So, okay. Wir versuchen es mal hier. Da, da, da ist ein Hai. Okay. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht anbeißen. Was haben wir denn da im Hintergrund? Ah, das ist so ein kleiner Fisch. Ja, okay. Da kommt was. Aber das ist vorbeigeschwommen. Oder ich war wieder zu langsam. Das kann auch sein. Warte mal, vielleicht kann ich ein bisschen weiter auswerfen hier. Ja, ich glaube, ein bisschen weiter ist das schon. Ne, also der Hai beißt da nicht an. Gut, das würde ich jetzt auch nicht erwarten. Ja, wir müssen eben ein bisschen Geduld haben. Angeln ist eben Geduldssache. Ja, die kleinen Fische wollten nicht anbeißen. Da kommt was, jetzt hier. Ja, jetzt habe ich was geangelt. Und zwar einen Kabeljau. Ich habe einen rauen Kabeljau gefangen. Ha, schön. Also hier war jetzt auch ein Kabeljau drin. Den ich aber nicht gesehen habe. Nee, ich will doch jetzt mal irgendwo hin, wo... Ah, wo haben wir denn ein großes Meer? Das müsste doch... Moment mal, ich schau mal auf der Karte nach. Hier, da vorne. Ja klar, also wenn das hier kein Meer ist... Ah ja, okay, dort. Oder wir angeln dort. Was ist denn das hier? Nur nichts Besonderes. Komm, wir gehen mal dahin. Zum Ursprungshaus hier. Nehmen wir uns hier so. So, und von dort aus nochmal nach Osten. Wir können auch nach Süden. Ja, Süden ist kürzer. Okay, wir gehen nach Süden. Süden ist da. Ach ja, oh genau. Jetzt probieren wir das mal aus hier mit den Schafen und den Kühen. Ob die mit der Angel auch hier herangeholt werden können. Nö, also die Schafe... Oh, Moment, oder? Nee. Nö, das geht nicht. Bei den Schafen nicht. Nee, bei der Kuh auch nicht. Den falle ich nur auf die Nerven. So, aber vielleicht finden wir hier noch einen Huhn oder... Nee, das ist kein Huhn, das ist ein Blumentopf. Oder irgendwas anderes. Bin ich noch auf dem Weg nach Süden? Ja, doch. Nee, ich will aber nicht da lang. Nee, ich verlaufe mich hier noch. Hier ist alles so undurchdringlich. Moment mal, ich nehme jetzt erstmal das Schwert wieder in die Hand. So, jetzt hier hoch. Da, guck mal hier, da ist das Meer. Da will ich hin. Oh ja, guck mal da. Da ist ein Hai und da sind Quallen. Und da sind andere Fische, noch mehr Haie. Boah, aber so andere, so größere. So Kabeljau und Dorsch oder so. Delfine sind auch da, habe ich gerade einen gesehen. Na gut, ich versuch's mal hier. Vielleicht kann ich ja sogar so eine Qualle angeln. Ja, ich gehe mal ein bisschen weg hier von dem Hai. Da ist gerade was kaputt gegangen, meine ich. So, wir versuchen es hier nochmal. Und dann suchen wir uns mal ein Hühnchen oder so. Ein Schwein oder so. Um das mit der Angel auszuprobieren. So, noch sehe ich keine Spur hier. Keine Spur von Fisch. Oder von was anderem. Kann ich ja so erstmal nicht sehen. Ah, da kommt was. Da. Ja, ich war richtig. Ich habe einen Fisch. Und zwar einen Lachs.